Kolleginnen und Kollegen, Innovationen sind das Gebot der Stunde. An ausgezeichneten Ideen mangelt es in Deutschland ja nicht. Vielmehr haben wir ein Problem bei der Umsetzung der Ideen in die Praxis. Wie aber gelingt es, hervorragende Ideen zu marktreifen Produkten zu machen? Wie kann die Politik dafür sorgen, dass die guten Ideen nicht in der Schublade landen, sondern zur Grundlage eines Unternehmens werden, um damit einerseits Geld zu verdienen, auf der anderen Seite neue Arbeitsplätze zu schaffen? Das sind die entscheidenden Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir uns für eine erfolgreiche Wirtschafts- und Standortpolitik stellen müssen. 2015 gab es 388.000 Existenzgründungen. Allerdings ist die Zahl leider rückläufig. Das ist ein gefährlicher Trend, den wir stoppen wollen, liebe Freunde. Denn wir werden unseren Wohlstand nur sichern können, wenn wir unseren Unternehmen die besten Finanzierungsmöglichkeiten bieten. Unser Wirtschaftsstandort ist auf eine funktionierende Generationenbrücke, eine stetige Erneuerung dringend angewiesen. Deshalb ist es gut, dass wir heute eine Weiterentwicklung der steuerlichen Verlustverrechnung auf den Weg bringen. Für deutsche Unternehmen und speziell für Start-ups entsteht mit der Einführung des 8D-Körperschaftssteuergesetzes eine wichtige steuerliche Verbesserung, meine Damen und Herren. Das sollten wir heute festhalten. Das bedeutet mehr Steuergerechtigkeit für die Zukunft, mehr Planungssicherheit, mehr Wachstumsperspektiven mit Wagniskapital, mehr Liquidität und mehr Investitionen und damit mehr Arbeitsplätze. Das ist das Ziel und das ist der Erfolg dieses Gesetzes, meine Damen und Herren. Und das ist nicht nur ein gutes Zeichen für die Handlungsfähigkeit unserer Großen Koalition, sondern insbesondere ein gutes Zeichen für die deutsche Wirtschaft. Bisher hat der 8C-Körperschaftssteuergesetz zu einem Verlustuntergang vielmals geführt und zu einem erheblichen unternehmerischen Risiko beigetragen. Die Verluste sind nur dann nicht weggefallen, wenn die Körperschaft die stille Reserveklausel oder die Konzernklausel erfüllt hat. Die Praxis hat aber gezeigt, dass diese Maßnahmen zu eng gefasst waren. Deshalb müssen wir auch immer wieder in der Steuerpolitik auf den Grundsatz des Nettoprinzips schauen, meine Damen, meine Herren. Der Verlust in einem Unternehmen ist in Wirklichkeit kein Missbrauch, sondern ein Verlust von Liquidität, die besser natürlich in eine neue Entwicklung gesteckt wird. Verluste sind in Unternehmen echte und werthaltige Vermögensgegenstände, da sie bei der Erzielung von ertragsteuerlichen Einkünften entstanden sind. Natürlich muss man auch Missbrauch eindämmen, und das haben wir auch getan. Aber bisher hat der Einstieg eines neuen oder eines weiteren Gesellschafters oftmals zu einem Wegfall von Verlustverrechnungspotenzial geführt. Und das ist nun mal eine Ressourcen- und eine Liquiditätsvernichtung, die wir uns nicht leisten sollten, meine Damen und Herren. Und deswegen wollen wir das heute beseitigen. Das ist der Erfolg, der erfolgreiche Weg für die Zukunft, meine Damen und Herren. Und wenn wir bei Einkünftenerzielung echte Vermögensverluste entstanden sind, sollte nach dem verfassungsrechtlichen Nettoprinzip steuerliche Verluste eigentlich grundsätzlich Berücksichtigung finden. Deshalb erhalten mit dem heutigen Gesetz vor allem die kleinen und mittelständischen Betriebe einfach neue Steuergerechtigkeit und zukünftig neue Impulse, um in neue Produkte, um in die Digitalisierung zu investieren oder investieren zu können. Vor allem ist es essentiell, den Wagniskapitalmarkt und die Gründerszene zu stärken. Wir vereinfachen den Zugang zu privatem Beteiligungskapital und schaffen damit die Grundlage für Wachstum und neue Arbeitsplätze. Und Ihnen wird es mit dem heutigen Gesetz zukünftig besser gelingen, Investoren für zukünftige Geschäftsmodelle zu gewinnen. Die neue Ausrichtung ist an verschiedene Konditionen ausgerichtet. Das ist auch richtig. Wir haben bewusst hier Missbrauchsmöglichkeiten eingedämmt.
Aber ich glaube, unter dem Strich war das ein erfolgreicher Verhandlungsweg, der hier von unserem Berichterstatter Philipp Murmann und natürlich seinen Partnern geführt wurde. Zum Abschluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich herzlichen Dank Professor Dr. Heinz Riesenhuber sagen. Der hat seit vielen Jahren dafür geworben, dafür gekämpft, dass es mehr Wagniskapital gibt und hat dafür in der Politik geworben. Lieber Heinz, heute zu deinem 81. Geburtstag liefern wir, nicht unbedingt pünktlich, aber wir liefern dir, wir gratulieren dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Matthias Ilgen das Wort.